Wir sind wieder da, wir haben mich gut unterhalten in der Werbepause. Dieser Mann hat einen fantastischen Zeigefinger. Das passiert, wenn ich ans Matzenfett gehe. Aber ich kann nur einen Knopf drücken und das ist Kinski. Ja, das ist so geil gewesen. Mit der Mucke, wie schön war das? Mit der Mucke war es pure Harmonie auf jeden Fall. Lalalala. Nein! Lalalala. Okay. Das war Beethoven übrigens. Ja. Sehr gut. Das war Eisram Beethoven. Wir sind zurück im Spiel. Bitte. Ja, bitte, bitte zack, Sie. Wieder rein. Ich hab's euch gesagt. High five! High five. High five! High five. Okay, da war er. Sehr gut. Ich habe gesagt, ich werde die schöne Felddirne mal ansprechen. Willst du ihr mal deinen kleinen... Und willst du mal fragen, ob sie mich jetzt geiler findet als früher. Deinen schönen Speckschieber zeigen? Was gibt's Neues? Ich habe gehört, dass es im Minental Drachen geben soll. Kaum zu glauben. Ja, ich hab's nicht so mit Smalltalk. Vielleicht sollten wir einfach umhauen beim nächsten Mal. Alles klar. Ich muss husten schon wieder. Ich muss die ganze Zeit husten, tut mir leid. So, jetzt geht's wieder. Die Nachwirkung von letzter Alter, Woche. Alter, weißt du, wer hier steht? Oh, erstmal der unsichtbare Fester. Oh ja. So, wo ist er denn? Hä? Der war hier gerade. Sitzt der nicht dahin? Da, war kurz. Der sitzt so doch. So wie du aussiehst, hast du wohl woanders angeheuert. Dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Oh, Piratenrüstung. Oh. Wer macht denn das da gerade? Was? Einer packt doch gerade dann. Ja, vielleicht sollten wir mal kurz die Rüstung wechseln. Ja. Und haben wir überhaupt noch unsere Söldnerrüstung? Sollten wir noch dabei haben, ne? Mittlere Söldnerrüstung, ja. Gott, wie schäbig, ey. So. Nimm mal einen anderen. Ja. Scheiße. Ach, stimmt, ja. Da ist er wieder. Guck mal, hey, alles gut. Ja. Ja, ist er, ne? Er ist ja denn reif für eine Tracht Prügel? Aber sicherlich. Da brauche ich doch nicht voten. Weg mit ihm. Hast du den Hobel gesehen? Meinst du es ernst? Ja, komm. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Es war keine gute Idee von dir. Du bist wohl einer von Lies Speichelleckern, was? Da bist du an den Falschen geraten. Eieiei, das ging aber. Es lohnt sich noch nicht mal Musik dafür anzumachen. Das ging aber peinlich schnell. Wollen wir den vielleicht richtig töten? Nein, aber looten schnell. Zwei Äste hatte ich schon. Er hat 4 Goldmünzen gesammelt in den 2 Jahren, als wir weg waren. Den Ast auch noch nehmen. 3 Äste hat er gehabt. 2 im Gepäck, 1 in der Hand. Nichts zu holen. Ein reicher Mann. So. So, und jetzt kommt Sentenza. Nice. Oh, da muss ich ein bisschen härtere Musik auspacken. Oh Mann, mein. Dann nehme ich wieder den schönen Tod eines Feindes, Mucke. Warte kurz. Ich will kurz. Rück mein Gold wieder ja, raus. Ja, Mann. Ja! Ja, Sentenza! Rück die Kohle raus! Was soll das? Okay, oder sagen wir, sag mal, ist das dein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf? Ja. Ich würde sagen, ist jetzt ein bisschen. Ja, bitte. Aber lieber beleidigend, ne? So. Ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf? Okay. Ja! Sentenza, stirb! Ah, was ist denn los? Schön drauf, schön. Er pariert. Weiter, Wanted Mike ist am Start! Yes! Ja, der kann schon kämpfen. Weg mit ihm! Jetzt auch, Micha! Einmal noch! Ah, Vorsicht! Das hat weh, aber schnell an! Beinahe, ich lasse die Mucke laufen. Ah, Sentenza, was ist los mit dir? Kannst du schnell noch heilen? Ja, heilen. Chaos Power incoming! Yes! Guckt euch diesen Gesichtsausdruck an! Eines souveränen Mannes! Es ist Michael Reinke! Und der Zorn ist stark in ihm! Lass ihn raus, Michael! Jawohl! Der Zorn ist stark! Ist das alles ein Zorn? Mehr Zorn! Ja. Okay, warte mal. Erstmal ansprechen, ne? Erstmal dissen. Ja! Ah, die Klaue ist so geil. Oh, Entschuldigung. Passiert halt. Nein, okay. Ach man! Was ein Warface! Ich brauche ein Schwert! Wo ist mein Schwert, Trixie? Ah, da liegt es. Dann nehme ich halt den Hammer. Tod mit dir, Sentenza! Show me your Warface! Yes, da kommt aber wieder.
geguckt. Wow. Einfach zur Hand gemacht. Die Hammer. Yes. Da sind meine 50 Goldmünzen, du Idiot. Und nimm mir schnell das Schwert weg. Wo ist es? Da, grobes Schwert, ja. Was für ein Schwächling, ey. Alter, was eine Pfeife. Jetzt hänge ich hier noch meine Hoden ins Gesicht. So, hier, guck. Können wir ein bisschen so... Paul, du hast auch mal so schöne Kiffermusik am Start. Mach doch mal eben schnell an, während wir unsere Hoden bei ihm ins Gesicht drücken. Schön teabaggen. Geht das ganz schnell? Schnell noch mal so... Das war echt sehr befriedigend. Dankeschön. Ja, Hammer. Sehr gut. Könnt ihr den nochmal auf? Ich will ihn nochmal ansprechen. Ich glaube, er ist tot. Nein. Nein? Nein, der will sich ja immer prügeln. Der steht gleich wieder auf. Kratzt er sich am Kopf? Ja, das sieht aber wirklich sehr tot aus. Sein Gesicht sieht ziemlich tot aus. Ja, gut. Steht er nochmal auf? Naja. Hm. Soll ich mal hauen, ob er noch lebt? Ich glaube, nee, einmal laden. Laden? Ja, laden mal. Ich habe schon gespeichert jetzt. Ach so, ja, dann geht's halt weiter. Ich glaube, das Schwert tötet. Das ist Belias Schwert. Ach so. Das könnte sein, ich weiß es nicht. Aber wie fanden das der anderen denn, dass diese Tänzer... Ach so, die Klaue tötet immer, schreibt Mr. John. Ja. Naja, gut, ey, meine, wenn es einer verdient hat, dann wohl der. Ja, nun. Geld abgeknüpft. Ja, gut. Da ist nichts zu holen. Naja. Okay. Aber wenn er, wirklich, hat er auch eine große Fresse. Hat eine große Fresse, hat eine draufbekommen, der wollte ballern, hat er gekriegt. Das ist ja unser Motto, ne? Wir sollen gleich unbedingt erst mit dem Schmied sprechen, bevor wir diese Rüstung kaufen. Okay, wieso? Das hätte er auch selbst wissen. Weiß ich nicht. Hat sich das jemals erinnert? Nun. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. So, was ist das denn geil? Hier kann man jedem nochmal aufs Maul hauen. Wie geil das eigentlich ich ist. Ich sage, ne? Ja, wir müssen schön Breakdown. Okay, ja, komm. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen aufs Maul. Was? Okay! Aber warte mal, jetzt stirbt er ja auch. Ja, nur damit. Okay, ja. Nee, der lebt noch. Guck, der atmet. Ah ja. Doch guck. Gesagt. Steh wieder auf. Ich weiß nicht, dass sich daran was ändert. Ich glaube, ich töte dich ein bisschen. Das ist mal zuhören. Ja, der atmet doch, sehe ich doch. Nimm dir den Ast erstmal weg. Steh wieder auf, steh wieder auf. Ja, siehste. Okay. Na, wie fandst du das? Ich werde darüber reden. Ja, okay. Okay. Niemand legt sich mit Mjölnir an! Mal hier, Kampf für zwei, dann machen wir erstmal nicht. Schlafen legen, wa? Und dann mal hier mit Rott. Ne, Wolf, hier. Zack, den können wir gleich mal zu den Bauern schicken. Ja. Ich habe vielleicht einen Job für dich. Auf Bengars Hof. Das hören. Der passt zum Minental. Mündet genau in Bengars Bauern. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwängen. Jemand müsste Bengars Hof verteidigen. Das wäre was. Dann wäre ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Da kann man sich nicht abgemacht. Und weil du einer von uns bist, mache ich dir auch einen fairen Preis. What? Gib mir 300 Goldmünzen und ich bin ach, weg. Ja, komm, wir haben Geld ohne Ende. Der will Geld haben dafür, dass ich ihm einen Job besorge? Ja, aber ich denke nochmal drüber nach, ist Quatsch und dann komm. Ist natürlich anmaßend von ihm. Irgendwann kriegt er noch aufs Maul, aber jetzt gerade nicht. Also das gefällt mir aber nicht. Wenn ich jetzt beim Arbeitsamt arbeiten würde, wäre der aber auf jeden Fall Kategorie schwer vermittelbar. Ja. Kategorie. Mann, ey, hier hast du dein Geld. Hier ist dein Gold. Gut, dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann. Wir sehen uns. Was ist hier los mit Fort Fanny? Weiß nicht. So, Elena, was hast du zu sagen? Hallo, schönes Kind, Alter, was für ein schmieriger Anmachspruch. Das ist echt schmier. Und sie hat echt bevor das willst du in der Disco bringen, müsste eine Frau gehen. Hallo, schönes Kind. Na, gute Creme. Brauchen Sie noch eine gute Creme? Was willst du? Achso, die Klaue tötet nicht nur der Blitz davon, das habe ich verstanden. Okay. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Ich frag mal kurz ihr Zeug ab, ne? Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Das müssen wir vergessen haben beim letzten Mal, ne? Wolf ist ein guter Mann. Ist ein Original Gangster aus Gothic 1. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Das Land ist ziemlich unsicher geworden.
Keiner wagt sich weiter als... Ja, komm. Nö, Elena. So. Die Kohle. Gehen wir kurz ab in eine Koje, dann gehen wir zum Schmied, ne? Ja, zum Schmied gehen wir kurz mal ein bisschen talken. Na? Ah, jetzt regen sie sich wieder auf, ja, ich weiß. Ja, raus mit uns. Wer ist er eigentlich? Bauer. Bauer. Okay. Nix kann er. Originaler. Hier. Halt, stopp! Wow. Oh, das ist Gunnar. Gunnar! Ey, Gunsen. Ey, er sieht aber auch schön. Hä? Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam... Eine weitere Gruppe von Söldnern. Ja, komm. Und ich wette, es sind doch... Das hatten wir alle schon mal. Wir gehen zum Schmied. Ich weiß nicht warum, aber die Leute wollen das von uns. Wir machen alles, was die Leute wollen. Wir machen alles, was die Leute von uns wollen. Was ist denn das Cypher? Das ist doch der Kiffer, ne? Ja. Ach. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werde verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung ein paar kleine Stängelchen. Viel Spaß damit. Ich werde erst mal ein paar drehen. Warte mal, ich gebe ihm ein Paket Sumpfkraut und er gibt mir dafür 3 Stängel zurück? 10. Okay. Gut. Immerhin 10. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Hat er Äpfel? Nee. Ein Stück Wurst hat er. Ein altes Stück Wurst. Und er will dafür 1000 Gold haben. So ist der Schmied. Hodges wahrscheinlich. Warum arbeitest du nicht? Warum arbeitest du nicht? Hast du es noch nicht gehört? Die Paladine haben Bennett verhaftet. Oh, die müssen wir befreien. Was ist passiert? Hat er doch vorher. Ja, wir waren in der Stadt, um einzukaufen. Auf einmal haben wir einen Schrei gehört. Jemand rief, da sind sie, packt sie. Gute Stimme, finde ich. Sehr gute Stimme. Junge, hatte ich einen Schiss. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt, als ob die Dämonen hinter mir her wären. Bennett war direkt hinter mir. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber als ich vor der Stadt war, war Bennett verschwunden. Ich habe ihn wohl noch in der Stadt verloren. Ey, den befreien wir. Mhm. Weswegen wurde Bennett denn verhaftet? Mord. Bennett soll einen der Paladine ermordet haben. Ah, der ist direkt in meinem Ohr. Ich war doch bei ihm. Was? Die Stimme ist direkt in meinem Ohr. Ja, ist geil, ne? Die Stadt und klärst das Ganze auf. Die stecken mich doch direkt in den Bau, als Komplize. Nee, schon gar nicht in der jetzigen Situation. Situation? Du weißt schon, Ona und die Stadt, das muss dir ein böses Ende nehmen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie reagieren die Söldner hier auf dem Hof? Was die vorhaben, weiß ich natürlich nicht genau, aber einige sind wirklich stinksauer. Kann ich verstehen. Wenn es nach denen geht, würden sie lieber heute als morgen die Stadt angreifen, um Bennett da rauszuholen. Sprich mal mit Lee, vielleicht kannst du ja was unternehmen. Geil. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir... So, da ist aber nichts. Ne? Oh, den Apfel nehmen wir mit. Apfel bringt Stärke. Stimmt. Und das schöne Girl gegenüber, Hashtag Still Not Trixie, hat auch schöne Äpfel für uns. Echt? Jo. Ah, dann holen wir die auch mit. Ja, okay. Weiß jetzt nicht genau warum, aber wir haben ja auf jeden Fall eine Quest bekommen. Warum also nicht? Wo hast du dich rumgetrieben? Hallo. Ich war im Minental. Dort gibt es Drachen. Sie haben den Paladinen ganz schön zugesetzt. So, dann ist an den Geschichten also tatsächlich was dran. Das wird Lee interessieren. Gut, dass du hier bist. Ich habe was zu tun für dich. Worum geht's? Gut, hör zu. Der Bauer Sekor hat schon seit Wochen keine Pacht mehr an Ona gezahlt. Ona will, dass er 50 Goldmünzen ausspuckt. Noch Fragen? Wo ist Sekors Hof? Im Norden des Tals. Das ist von hier aus gesehen an der großen Feldkreuzung rechts. Wenn du Probleme hast, werden die Bauern auf den Feldern dir helfen, dich hier in der Gegend zurechtzufinden. Und sie zu. Alter, wie ein Tuschel da! Über die Bühne bringst. Was ist da los? Mach mich wahnsinnig! Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon viele seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Macht einen voll wahnsinnig. Ich bin bekloppt. Wir sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen. Das Beste wird sein, du gehst da mal nach dem rechten sehen. Mach ich sowieso, alles klar. Ich will sterben! Boah, ey, weg hier. Will ich. Geh zu der Eulen. Wahnsinnig, ey. Nimm mir, achso, den Apfel. Apfel noch mitnehmen. Alles klar, Elena, gib Apfel. Zeig mir. Was kann ich? Hier, 2 Äpfel. So. Und tschüss. So, mal kurz speichern. Ja. Auf einen anderen. So. Jetzt gehen wir zu Lee oder was? Und da gibt es eine neue Rüstung oder wie? Nee, also, geh jetzt mal hin. Eine Rüstung kriegen wir anscheinend als Belohnung
von dem Schmied, wenn wir den befreien. Okay. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hey, warte mal, vom Schmied, wenn wir wen befreien? Also den Kollegen im Knast gerade. Weißt du, hat uns doch gerade die Quest gegeben. Ach so. Ah, gut, dass du kommst. Ja, keiner hört. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Oh, Lee. Ich dachte, du könntest sie vielleicht. Meine Till Lindemann. Das hat er doch vorher gewusst. Ich habe Gorn befreit. Oh, jetzt geht es ab mit den XP. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Gorn befreit. 150 nur? Ja, er hat mir schon davon berichtet. Gute Art. Original. Er ist mehr wert als Silvio und seine Jungs zusammen. Mir hatte das nicht. Ich habe Lord Hagen das Friedensangebot überbracht. Was hat er gesagt? Er sagte, er würde dir Absolution gewähren, aber deinen Leuten nicht. Dieser Starkkopf! Die meisten Männer in der Armee des Königs sind größere Halsabschneider als meine Männer. Was willst du jetzt machen? Ich werde einen anderen Weg finden müssen, uns hier wegzubringen. Wir haben ihn natürlich. Notfalls werden wir das Schiff kapern müssen. Ich muss darüber nachdenken. Meinen eigenen Hals aus der Schlinge zu ziehen und meine Männer hier zurücklassen, kommt nicht in Frage. Ich hätte was anderes gemacht. Schön. Okay. Warum willst du unbedingt aufs Festland? Wie du weißt, habe ich dem König als General gedient. Aber seine Hofschranzen haben mich hintergangen, weil ich etwas wusste, was ich nicht hätte wissen sollen. Sie haben mich in die Minenkolonie geworfen und der König hat es zugelassen. Ich hatte eine Menge Zeit, um nachzudenken. Was ich glauben soll. Ich werde mich rächen. Holy, das ist aber tief gesagt, du. Am König und an seinen ganzen Hofschranzen. Schranzen. Sie alle werden bitter bereuen, was sie mir angetan haben. Er hat auf die falschen Leute gehört. So. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Was ist mit den Paladinen? Die sind ziemlich dezimiert worden. Gut, vielleicht noch denkt Lord Hagen jetzt noch einmal über mein Angebot nach. Und wenn nicht, dann werden wir einen anderen Weg finden, hier wegzukommen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Okay. Was ist denn da los? Warte mal, was mit Bennett? Mit der Rüstung mal zuletzt. Ja. Du hast es also schon mitgekriegt. Die Hunde haben ihn eingelocht. Einfach so. Wenn er das nicht sieht, als ob ich nicht schon helfen. Genug Probleme mit meinen eigenen Leuten hätte. Jetzt kann ich mich auch noch um die Paladine kümmern. Er selbst ist da nicht drauf gekommen. Was willst du wegen Bennett unternehmen? Ich weiß noch nicht. Ein paar von den Jungs würden am liebsten in die Stadt rennen und diesem Lord Hagen die Zähne einschlagen. Lee ist so richtig geiler Fucker. Leute für so eine Aktion. Außerdem ist es nicht mein Stil. Willst du hier bleiben und abwarten, was passiert? Bestimmt nicht. Laris ist noch in der Stadt und versucht herauszufinden, wie wir Bennett da rausholen können. Bis das geschehen ist, versuche ich, meine Leute zu beruhigen. Ich hoffe nur, dass Laris nicht so lange braucht. Ach ja, bevor ich es vergesse, Buster will mit dir sprechen. Worum es geht, wollte er mir nicht sagen. Vielleicht gehst du mal zu ihm. Au. Wo hast du das denn? Oh. Kann ich dir bei der Sache mit Bennett helfen? Klar, ein bisschen Grips und Vernunft wird der Sache sicherlich gut tun. Idioten laufen hier weiß Innos genug rum. Geh in die Stadt und sieh zu, dass du einen Weg findest, Bennett da rauszuholen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich die Männer unter Kontrolle halten kann. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Okay. Das ist wirklich nicht. Hast du nicht noch was zu tun für mich? Du kriegst den Hals nicht voll, was? Noch mehr. Du hast doch so schon genug Ärger. Was willst du denn noch? Noch einen Job. Ich bin Söldner, schon vergessen? In Ordnung. Ich hab da was. Das wäre genau das, das Richtige für dich. Alright. Ich habe mit dem Richter der Stadt noch eine Rechnung offen. Am liebsten würde ich die Sache selbst. Das ist alles nur Gerede! Die Paladine würden mich aber nicht mal nahe genug an sein Haus lassen, um mit einem Stein nach ihm werfen zu können. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Die Sache muss schon ein bisschen durchdachter ablaufen. Also pass auf. Du wirst zum Richter gehen und ihm deine Dienste anbieten. Meinst du, mir geht es besser? Du wirst versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen und irgendwelche schmierigen Aufträge für ihn erledigen, bis du etwas Belastendes gegen ihn findest. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Der Kerl hat so viel Dreck am Stecken, dass es zum Himmel stinkt. Das will ich nicht mein Problem. Etwas, womit ich ihn bei der Miliz anschwärzen kann, sodass er für den Rest seines Lebens im Knast verschimmelt.
Ich will aber nicht, dass du ihn umbringst. Das hast du nicht gewusst. Das wäre viel zu schnell. Ich lasse lieber die Finger davon. Ich will, dass er leidet. Verstehst du? Meinst du, du kriegst Mann. Das hin? Das hat er wirklich nicht. Alter, Captain Schmeißlocker, der labert ja bis Mappen, ey. Das ist ja unfassbar. Das ist mein Problem. Es ist... Kein Problem. Wie viel? Deine Belohnung hängt davon ab, was du mir bringst. Also, streng dich an. Das hat er wirklich nicht verdient. Das höre ich zum, boah, gibt's das höre ich zum ersten Mal. Gibt's was Neues wegen Bennett? Nein, wir wissen noch nicht. Ich habe so einiges gehört. Ich habe so einiges gehört. Glaubst du wirklich daran? Glaubst du wirklich daran? Ich glaube nicht, dass ich daran Warte mal. Was ich glaube nicht, dass ich das noch ändere. Jetzt passiert doch nochmal was Geiles. Ja? Hast du eine bessere Rüstung für mich? Oh Gott. Hast du eine bessere Rüstung für mich? Ich habe eine. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm nicht so. Gib mir die schwere Rüstung. Hier. Eine sehr gute Rüstung. Es ist die gleiche, ach so, du hast sie gekauft? Jo. Egal, eigentlich sollten wir es nicht machen, aber warum? Egal. Naja, warum? Wir hätten von dem, hätten wir Bennett befreit, hätten wir die Rüstung bekommen, aber scheiß drauf. Wir brauchen die jetzt. So. Okay. Okay. Alles klar, wir haben die gekauft. Gorn ist auch wieder am Start. Ich kann auch nochmal Hallo sagen. Boah, der hat mir ja echt mal... Micha, ich brauche eine Pause. Haben wir nicht noch so ein Sumpfkraut? Warte mal kurz, warte mal. Ich muss jetzt noch alles zu Ende quatschen hier. Alles klar bei dir? Nochmal 150. Du hast meinen Arsch gerettet. Das vergesse ich. Dann bin ich ja völlig fertig. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Ich heiße so nicht! Stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Was ist hier los? Boah. Es kommt nicht auf die Kraft an! Ich höre Stimmen! Raus hier! Ich hätte gerne manchmal so eine Gesprächsoption, einfach nur, gib Auftrag, gib Geld, ja. Halt's Maul. Mann! Hey, du. So ja, so, auf Wiedersehen. Jetzt ziehen wir uns erstmal gleich die Rüstung an und fliehen vor den ganzen wahnsinnigen Stimmen, ey, das geht ja gar nicht. Ich muss Trans anmachen! Ich weiß nicht mehr, wem man noch glauben kann. Und die reden überall hier, die reden alle nur wahlloses Zeug, ey, die sind alle verrückt. Wollen wir kurz in eine Kneipe gehen? Oh, jetzt gut. Hey, Leute, in die Kneipe. Was geht ab? Was machst du hier in meiner Kneipe? Tika! Pickle! Ich habe Hunger. Ja, Chris. Tika! Deine Suppe ist die ganze! Ich hab nichts. Gib mir die Suppe! Tika! Yes! Gib mir die Suppe! Denn deine Suppe ist die ganze! Geh zu Sagitta. Yes! Tickler! Wenn du mir die Kräuter. Okay. Kann ich deinen Neintopf spüren? Okay. Hey, warte mal kurz. Mal kurz Abbruch. Okay, Abbruch. Partyabbruch. Ja. Also, A, Tickler's Eintopf ist richtig geil. Der gibt richtig Schmalz wieder in die Knochen. In die Birne nicht, nee. Und A und B, Silvio wird es angesprochen. Okay. Und Silvio ist der Typ, der hier richtig Stress macht im Lager. Der siehst du ja auch schon an seinem Scar. Der siehst du schon an seiner bekackten Visage. Ja. Und ich würde sagen, eine zweite Narbe auf der linken Seite seiner fiesen Fratze könnte ihm durchaus stehen, ich möchte oder? Aus ihm Two-Face machen, geht ja, das? Ja, absolut. Gut. Wie sieht's aus? Ziemlich viele Leute reden über dich. Ziemlich viele Leute reden über dich. Ziemlich viele Leute reden zu viel. Oh. Hey. Hey, Silvio! Hau dich ab! Geiler Move! Hey, Arschloch! Okay, warte mal, bevor ich Hey, Arschloch sage, zieh ich mir erstmal die Chefrüstung an hier. Chefrüstung und vielleicht Safety first? Oder habe ich sie jetzt schon an? Ich weiß gar nicht. Wollen wir den Topf nochmal eben lecken? Warte kurz. Ne, ich hab's schon an. Die ist auch geil. Schwere Söldnerrüstung. Nice. Boah, die ist ja richtig gut, ey. Guck mal hier. Mhm. Schutz vor Feuer und so ein Gedöns. Wollen wir die Suppe auch noch eben testen? Die gibt Kraft, ne? Ja. Okay, warte mal. Aber wollen wir das jetzt schon trinken? Ja, also wegen mir. Ich weiß, von wegen, man kann doch erst skillen und dann. Aber ich hab da Bock drauf. Ja, ich hab jetzt auch Bock drauf. Siehst du, ich hab Bock auf Teklas Suppe. Teklas geile Suppe. Die schmeckt mir so fein. Wo ist ein Topf? Kann nicht wahr sein. Tekla. Tekla. Da ist er. Tekla. Stärkebonus plus 1. Ja, geil. Ab dafür. Oh. Wollen wir mal gucken, wie viel Stärke wir jetzt haben? Alter. Immerhin über 100. Ey, über 100. 100 Stärke, ey. 102 Stärke. Dreistellig Stärke. Okay, dreistellig Stärke.
Chefrüstung an und die Klaue Belias in der Hand. Ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir können mal ein Wörtchen mit Silvio sprechen. Wir können ihn vielleicht sogar Arschloch und ganz nehmen. Kurz, bevor wir das tun, Leute, twittert mal bitte, was könnte denn Zarten Schniedel jetzt denken? Das würde mich interessieren. Wieso? Zarten Schniedel ist ein High-Five-Veteran. Okay, ja, stimmt. Vielleicht denkt er auch gar nichts mehr. Hat sich schon weggebröselt. So, Silvio. Wie der mal geht. Oder wollen wir ihn erstmal, was denkst du über Lee? Guck mal, wir fragen ihn erstmal ein bisschen aus und am Ende beleidigen wir ihn. Was denkst du über Lee? Oh, er ist ein guter Kämpfer. Ich würde mich nie mit ihm anlegen wollen. Außer natürlich, es lässt sich nicht vermeiden. Mhm. Naja, aufstehen. Wie sieht's aus? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? Was? Okay. Halt, stopp! Okay, jetzt knallt's. Hey, Arschloch. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich mit dir auf ein Duell einlasse. Warum nicht? Kriech wieder unter deinen Stein. Okay. Ja, dann nochmal. Hey, du. Okay, das riecht nach einem Voting. Angreifen? Wahllos angreifen? Nein, nein, wir müssen ihn jetzt angreifen. Ich will jetzt erleben. Aber was sagt Bulko? Silvio mag es nicht, wenn man ihn anspricht. Ah, er ist Bulko. Ah, er ist Bulko, okay. Kapiert? Ja. Alter, was? Knife! Was? Wow! Ey, 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 ey. Bulko! Das hast du! Jetzt komm! Steck die Waffe weg! Na bitte, geht doch! Krieg's mal! Nein! Was? Was? Was soll das? Alter, die ganze Horde! Wie kann das passieren, Micha? Weil ist er gestorben, Bulko? Deswegen. Guck mal, was haben die mit meiner Hüfte gemacht? Alter, die haben mir einfach. Danke für das Gold. Krass, was ey. Ist für ein Mann das Schönste im Leben? Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Was soll denn das? Warum hauen die denn mich? Ich meine, Bulko mich haut. Ich meine, du hast aus Bulko Teklas Eintopf gemacht, ne? Auf jeden Fall. Ich hätte ihn auch aufgefressen danach, aber. Ja, die gucken mich jetzt schon so an. Sind das hier Verbündete von Bulko oder was? Achso, wir dürfen ihn nicht plündern. Okay, dann nochmal. Dürfen ihn nicht plündern? Dann nochmal. Wir dürfen ihn nicht plündern. Okay. Okay, gleicher Song nochmal. Ich werde nicht von dir weggehen! Nein! Waffe wegstecken. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Alter, der ganze Papp hier. Der ganze Papp ist sauer. Ist sauer. Ey, seid immer lieber froh. Der Typ, der hat auch auf jeden Fall nur rumgenervt. Jetzt sprich mal mit Silvio. Ne, aber erstmal sprich mal mit Bulko. Der hat ja ein Wörtchen zu sagen jetzt. Versuch das ja nicht nochmal. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Meinst du, mir geht es besser? Wir beide sollten uns mal unterhalten. Hör zu, du hast gewonnen. Jetzt lass mich in Ruhe. Was für ein Loser, ey. Ja, auf jeden Fall, ey. Okay, mal gucken, ob das Silvio beeindruckt hat. Das wäre jetzt natürlich mal Hammer. Weil Silvio umklatschen, hey, das wäre ja mal was. Hey, Arschloch. Du glaubst doch nicht, Ed. Okay, er will einfach noch nicht. Also aber heißt das, wir wollen? Die Leute schreiben, er ist in diesem Kapitel noch unbesiegbar. Unbesiegbar? Mhm. Wie unbesiegbar? Ja, sie schreiben, in diesem Kapitel ist er unbesiegbar. Okay, das müssen wir ja testen, würde ich sagen. Ne? Ja, aber erst, also Leute, Twitter, haut's raus. Ist er unbesiegbar oder nicht? Wir schaffen es ja wohl. Okay, steck die Waffe lieber weg. Na bitte, geht doch. Ach, verdammt, ey. Ihr könnt mir nicht so den Spaß verderben. Ey, Leute, ganz ehrlich. Ich hab noch Bock weiter zu zocken, du auch, oder? Ich will weiter zocken. Ja, machen wir doch. Wir machen immer noch weiter. Warte kurz. Irgendwelche Neuigkeiten. Ah, der macht einfach weiter, der Michael. Der will einfach ins Game. Dabei ja, wollte ich gerade anmoderieren, dass wir in eine kleine Werbeunterbrechung gehen. Okay. Keiner verlässt den Raum. Vielleicht hau ich gleich trotzdem nochmal Silvio und lauf dann einfach weg. Mal schauen. Und ein kleiner Trick für dich zum Anheizen. Guck mal, die Mitte ist hier. Und jetzt so. Und jetzt Werbung.